meinen Namen? Sie sind bekannter als Hitler. Max Schmeling sinkt zu Boden. Es war ein unfairer Schlag. Der Ringrichter muss jetzt entscheiden. Sieg durch Disqualifikation. Der neue Champion, Max Schmeling. Wenn du dich beweisen willst, Max, dann verteidigst du den Titel. Wenn ein Sieg nichts zählt, dann zeigst du beim nächsten Kampf, dass du ihn zurechtträgst. Und ein Neubeginn der einzige Weg ist. Du kannst dich doch nicht ewig verkriechen. Komm, ich habe Tisch reserviert. Wissen Sie, ich wünschte, ich könnte das auch hier untertun. Wütend werden wir uns. Richtig austeilen. Im entscheidenden Kampf. Wir kriegen nur Anfragen von schwachen Gegnern, von Nobodies, von Anfängern. Die wollen alle nur auf deinen Zug aufspringen. Es gibt jemanden. Kein Fall, Max. So dumm kannst du nicht sein. Ich habe ihn kämpfen sehen. Keine Chance. Um Anerkennung. Henry Maske. Heino Ferch. Wladimir Weigel. Und Arthur Abraham. Schmeling gegen Louis. Der Jahrhundertkampf in New York. Der braune Bomber gegen unseren schwarzen Ulan vom Rhein. Seht ihr das? Ich sehe eine Kampfmaschine. Ich sehe Gefahr. Ich sehe die Niederlage, Max. Hitler erwartet den Sieg der Herrenpass. Goebbels, Himmler, die spielen alle mit. Ich muss Ihnen doch nicht erklären, dass dieser Kampf zwischen Ihnen und Louis kein gewöhnlicher Kampf ist. Siegen Sie für den deutschen Boxsport und fürs Vaterland. Das ist ein Boxkampf, mehr nicht. So einfach ist das nicht. Doch, genau so einfach ist das. Wenn du dich da mal nicht irrst. Max Schmeling, eine deutsche Legende. Du bist Max Schmeling, der Champion. Du wirst kämpfen, mein Junge.